Grüß Gott, liebe Aufrufer. Ich habe eine neue Lichtgeschwindigkeit vorbereitet, heute in Echtzeit, am Mittwoch, dem 21. August 2013. Dazu habe ich die aktuelle Medienlage im Moment mit dem 35 Jahre Gefängnis für Bradley Mannings im Militärtribunal in den USA, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Erzählt uns hier was von Kreidezeit. In Wirklichkeit ist in Bayern Landtagswahl und die Staatskrise bei Seehofer macht neue Kapriolen. Es ist wirklich zum Schießen, genau genommen natürlich nicht zum Schießen, sondern zum Entdeckung gehen vor Seehofer, denn ihre Schachtelhuberei, Familienbereicherung im Bayerischen Landtag der Abgeordneten und des Abgeordnetenhauses Maximilian Neum, er hat überhaupt kein Ende, es kommen immer wieder neue Sachen hoch und gut, ich bin aber hier bei einem anderen Thema, das jetzt auch nicht in der Tageszeitung, Süddeutsche Zeitung, 21. August und sowieso nicht hier im Kölner Stadtanzeiger, der uns für Pizza Werbung macht, Lust auf Pizza, sondern ich bin hier bei der Affäre Molat, der jetzt freigelassene Gustl Molat aus der Einzelhaft hier mit seinem symbolischen Bild. Und die Angelegenheit ist also folgendes. Im Fokus, in der Wochenzeitung Fokus, nennt sich selber Fokus und ist ein sogenannter Report, nämlich ein Interview. Und dieses Interview heißt, ich stehe unter Polizeischuss. Klaus Leipziger, der Gutachter von Gustl Molat, wehrt sich erstmals öffentlich gegen Diffamierungen und warnt vor einer Stigmatisierung der Psychiatrie. Ja, hier ist der Herr Molat groß abgebildet und hier ist dieser überaus eitle Herr Leipziger, bei dem ich jetzt ja voraussetze, dass dieses Interview wirklich so gedruckt werden sollte. Der hat das sicherlich gegengelesen. Und da muss ich sagen, es ist ein eitler, geistig nicht so richtig tiefbohrender Typ, Dr. Leipziger. Was er hier sagt, das verrät ihn und im Grunde genommen disqualifiziert es ihn auch. Also einerseits, er ruft hier Patienten als Zeugen dafür auf, was er für ein toller Psychiater ist. Also Patienten hätten ihm gegenüber Solidarität in Sachen Molat bezeugt, jetzt nachträglich. Dann sagt er kann sich aber nicht wehren, weil er ja die Schweigepflicht hat. Und dann bringt er aber hier die bayerische Landesregierung in eine Art staatskrisenartige Situation, nämlich keiner darf was sagen. Da möchte ich mal gerne wissen, wie soll sich denn der Ministerpräsident Seehofer gegen so einen Gutachter, der sozusagen sich wie Gott aufführt in seinem Bereich der geschlossenen Psychiatrie, wie soll sich da ein verantwortlicher Ministerpräsident oder eine Justizministerin wehren gegen solche Schlappohren wie der Herr Leipziger hier? Ich kann es nicht anders sagen. Also er sagt jedenfalls, er hätte sogar Morddrohungen. Ja, Morddrohung ist ja Strafrecht, das ist verboten, das darf man nicht und das sollte man auch nicht tun. Und insofern eine Morddrohung bzw. ein Mord ist niemals berechtigt, niemand hat das Recht dazu. Insofern geschieht ihm jetzt Unrecht. Aber hier kommt ja Folgendes. Dieser Gutachter, Herr Leipziger, hat insbesondere immer wieder von sich gegeben in seinen Gutachten und in seinen Berichten, der Herr Molat sei ja als Patient nicht mal einsichtsfähig und einsichtsbereit gewesen für seine Krankheit und hätte sich nicht therapieren lassen und hätte sich nicht mit Medikamenten behandeln lassen. Nun ist er aber nicht krank, dann kann er ja auch keine Einsicht in eine Krankheit haben, die er nicht hat. Dann kann er auch keine Medikamente akzeptieren gegen eine Krankheit, die er nicht hat. Und dann sagt der Herr Gutachter, Psychiater Dr. Klaus Leipziger in Bayreuth, der sagt, ja, wenn der nicht einsichtig ist in seine Krankheit und keine Pillen nimmt, dann ist er weiterhin gefährlich und muss beobachtet werden. Da muss er eingesperrt bleiben. Also diese Theorie hier, die stützt er nun ab. Es wird also das Interview geführt von einer Petra Hohlweg,
Das endet dann auch hier bei Molats Auftritt im Beckmanns Talkshow. Die Frage, Herr Leipziger, Sie sind der Chefarzt der Maßregelvollzugsklinik, in der Gustl Molat bis vor kurzem untergebracht war. Ihr Gutachten hat letztlich zu seiner Einweisung vor 7 Jahren geführt. Haben Sie Fehler gemacht? Herr Leipziger sagt, keineswegs. Psychiatrisch ist alles vollkommen korrekt gelaufen. Das müssen Sie genauer erklären. Immerhin spricht Herr Molat von Folter in Ihrer Klinik. Wegen der mir auferlegten Schweigepflicht kann ich zu dem Fall und zu Dingen, die Herr Molat offenbar geäußert hat, keine konkreten Angaben machen. Es wäre sicher für die Öffentlichkeit nicht uninteressant und es wäre auch wichtig, die Positionen zurückzurücken. Aber ich muss hier mit dem Dilemma leben, dass ich nicht in Details gehen kann. Aber es steht der Vorwurf im Raum, Sie und Ihre Kollegen hätten Ferngutachten über den Patienten Molat erstellt. Den Vorwurf Ferngutachten muss man ins Reich der Legende verweisen. Es ist ein wesentliches Recht von Beschuldigten, sich einer Begutachtung zu entziehen. Aber es gibt ja noch weitere objektive Erkenntnisse. Die da wären? Fragezeichen. Was die Eingangsbegutachtung im Fall Molat angeht, standen mir natürlich sämtliche Gerichtsunterlagen zur Verfügung. Zudem habe ich alle Erkenntnisse, die während der mehrwöchigen stationären Beobachtung des Herrn Molat gewonnen wurden, in der Gesamtbeurteilung berücksichtigt. Ja, dass er diese mehrwöchige Festsetzung von dem Herrn Molat nur rechtsstaatswidrig hat machen können, dazu gar keine Rechtsgrundlage bestand, das ist dem bis heute offensichtlich nicht klar. Jedenfalls, er bezieht sich auf die Gerichtsunterlagen. Und die Gerichtsunterlagen beziehen sich auf sein Gutachten. Und das Gutachten bezieht sich wieder auf die Gerichtsunterlagen. Und die Gerichtsunterlagen beziehen sich wieder auf das ärztliche Attest. Und so weiter und so fort. Herauskommen 7 Jahre Einzelhaft mit der ständigen Bedrohung, alle Stunde geweckt zu werden nachts, Medikamente zu bekommen, Psychopharmaka, psychotherapeutische Behandlung zu bekommen, und wenn man sich das nicht gefallen lässt, dann gilt man als wahnsinnig. Das ist das, was der Herr Leipziger hier als psychiatrisch ist alles vollkommen korrekt gelaufen bezeichnet. Es ist unglaublich. Der ist auch jetzt, nachdem die Sache quasi offenkundig ist, erstens nicht auf dem Stand der Dinge. Er hat also die gesamten Zusammenhänge offenbar nicht zur Kenntnis genommen, sondern er zieht sich weiterhin zurück darauf, sagt, wieso, ich habe ja nur einen Patienten bekommen mit Papieren des Gerichts und habe diese Papiere und den Patienten begutachtet. Und herausgekommen ist nach allen Regeln der Kunst das, was herausgekommen ist, nämlich das Gericht hat dann gesagt, nach dem Gutachten ist er gar nicht strafmündig. Und in der Folge erneut Gutachten auf Gutachten bezogen, wurde ihm auch noch die Mündigkeit entzogen. Er bekam einen Vormund. Also das alles bezeichnet der als regelgerecht, beziehungsweise Herr Molat war vielleicht schlecht beraten oder er war beratungsresistent. Also soweit, wenn Fehler waren, lagen die bei Molat. So sagt dieser Mann hier. Dann zählt er alle möglichen Fachärzte auf, die alle bei ihm abgeschrieben haben. Professor Pfäfflin. Professor Pfäfflin ist derjenige, der den Molat untersucht hat, kommt zu der Bestätigung aller Angaben von Molat, um am Ende entgegen der eigenen Erhebung doch entgegengesetzt zu begutachten, nämlich das Gutachten von Herrn Leipziger zu bestätigen. Ist völlig widersinnig, wenn man das liest. Und insofern, der wird nun mit seinem seltsamen Widerspruchsgutachten hier wiederum von dem Herrn Leipziger zitiert als jemand, der eben auch unabhängig und ernsthaft und richtig begutachtet hat. Das ist natürlich gar nicht möglich. Also entweder man hat einen Riss in der Pfanne oder man muss sehen, dass das so nicht stimmt. Unglaublich. Sie sind Chefarzt eines Maßregelvollzugs. Welche Auswirkungen hat der Fall Molat auf Ihre Arbeit? Jetzt sagt er, eine Reihe von Patienten sind erheblich verunsichert. Patienten,
die ihre Verurteilung bisher nicht annehmen konnten, die große Schwierigkeit haben, ihre Problematik zu erkennen und sich ihr zu stellen. Der Einstieg in die Therapie und eine kritische Auseinandersetzung haben sich dadurch verzögert. Heißt das auch, dass ich ihre Entlassung dadurch auch verzögern kann? Also dieser Patienten. Ja, leider. Allerdings distanzieren sich auch nicht wenige Patienten von den in Medien oder auch von Herrn Mollat erhobenen Vorwürfen und bekunden so etwas wie Solidarität mit uns oder der Institution. Insgesamt aber ist die Situation sehr ungut. Was meinen Sie? Jetzt sagt der Leipziger, das Schlimmste ist, dass die mediale Kampagne den Maßregelvollzug und die Psychiatrie im Allgemeinen in ein ganz schiefes und problematisches Licht gerückt hat. Vorurteile, die in den letzten Jahren deutlich abgebaut worden waren, sind wieder befördert und verstärkt worden. In der Öffentlichkeit wurde ein Bild von einem totalen System platziert, in dem man als psychisch Kranker keine reelle Chance hat. Ja, Herr Mollat ist aber nicht psychisch krank und er hat als psychisch Gesunder keine Chance in dem System. Das ist der Punkt. Und das ist kein Vorurteil, sondern das ist der Tatsachverhalt und den Ausschlag für die falsche Einschätzung des Herrn Mollat als psychisch krank ist ursächlich und ursprünglich von diesem Herrn Leipziger ohne eine sachliche Grundlage, ohne eine Untersuchung abgefasst und unterschrieben worden. Und nun nennt er das Vorurteile. Und es ist aber kein Vorurteil, sondern es hat die unmittelbare Seinsbindung. Und nun ist es auch keine Neuerrichtung von Vorurteilen, sondern es wird jetzt hier ein Licht geworfen auf Missstände. Und diese Missstände sind zwar ein schlechtes Ansehen der Psychiatrie in Bayreuth und auch in Bayern, aber das ist die einzige Chance, dass diese Organisation lernt, auch in ihrer Selbstbestimmung, in ihrer fachlichen Unabhängigkeit, fachlich selbst zu bestimmen, was sie tun, müssen sie auch aus ihren Fehlern selbstständig lernen. Das haben sie hier ja nicht. Hier war die Öffentlichkeit nötig und nun sagt er, das ist eine Kampagne. Mit wem habe ich denn zum Beispiel eine Kampagne gemacht, der hier täglich sich auf Mollat bezieht? Natürlich Schwachsinn. Das ist alles unterentwickeltes Rechtsverständnis von diesem Herrn Leipziger. Und damit schließe ich das hier mal. Es bringt weiter nichts.